Willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Ja, wir wollten mit der Druckerei eigentlich als nächstes weitermachen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier gespeichert habe. Egal. Auf zur Druckerei. Oh. Nee, nix Druckerei. Als erstes müssen wir uns die kugelsichere Weste wiederholen. Also, auf zur Villa. Ach, Mensch. Naja. Oh, es ruckelt ein wenig. Das tut mir leid. Lalalala, so. Ach ja, was soll ich jetzt sagen? Muss erstmal wieder reinfinden. Ich wollte mich auch nochmal entschuldigen für meine Lustlosigkeit in der letzten Session, also die letzten paar Parts. Irgendwie war die Luft raus bei mir und dem Spiel. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich Vice City schon so totgesuchtet habe in der meiner ganzen... Generell beim Zocken habe ich das, keine Ahnung, schon wie oft durchgezockt. Ja. Wird hoffentlich jetzt besser. So, auf meinen Hof. Dann können wir auch gleichzeitig wieder gucken, ob hier ein bisschen Geld liegt. Wir können ja, sag mal, ist die Limousine hier? Ja, super. Dann fahren wir damit gleich mal ein bisschen. Oh. Entschuldigung, ich habe gerülpst. Waffen haben wir noch genug? Ja. So. Warum ruckelt's denn jetzt so arg? Na, egal. So. Jetzt ha... Oh, wie kommt ihr... Ey, wie spawnt ihr eigentlich? Sag mal, habt ihr alle einen Schatten? Es ruckelt immer noch ein wenig. Genau, und jetzt habe ich ein Verhandlungslevel. Ihr wollt mich doch verarschen. Egal. Auf zur Druckerei. Geile Musik. Klar, weil jemand auf meinem Grundstück erschossen wurde, kommt jetzt ein Krankenwagen. Ihr habt doch gelitten. Oh, ich habe mich ein bisschen erkältet. Naja, so, jetzt hier lang, dann da am Kodankenhaus vorbei. Wow, 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 ah. So, und dann jetzt zur Druckerei. Way, war ich nicht. So, und viel Spaß bei der Cutscene zu... ...der Singvogel. Mr. Vassetti? Hey, you bought the old print works? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. You planning on selling the old machinery? Breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, a magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a counterfeiting syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, well, just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Oh, mein Hals. Ja, wir sollen jetzt für unsere... Druckerei Platten besorgen, aber dafür brauchen wir erstmal die Information, wo wir welche herkriegen. 9 Dollar, das ist nicht viel. Dafür lassen wir uns zu Ken Paul bringen. Ja, die Mucke in diesem Spiel ist geil. So. Aha, so holt man sich auch gleichzeitig Geld ab. Und dann reden wir mal mit Ken Paul. Ass on bats. Oh, all right, girls, you're lost, mate, innit? All right, me old China. How's hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here. Oh, all right. You're obviously a busy man. All I know about dodgy reddies is to try and supply the plates. Fuck. You know,
They've got a shipping company down the docks. The boss man would know when the plates are coming in next. Thanks, Paul. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Und im Hintergrund läuft Billie Jean von Michael Jackson. Naja, jetzt haben wir zwar kein Auto, da wir mit Taxi gekommen sind, aber mit selbigem fahren wir auch wieder. Nein. Meins. Sag mal, ich glaube, bei dir hackt es. Du arbeitest für uns, also raus, Kollege. Dass ich überhaupt für dieses Taxi bezahlen musste. Mir gehört der ganze Laden. Aber erstmal machen wir jetzt die... nein, ich will daher. Als erstes machen wir jetzt die Druckerei. Und dann machen wir hinterher das Taxiunternehmen. Juhu, nein. Ah. Wäre ich ja fast umgekippt. Ja. Jetzt auf zur Reederei an den Docks. Ja, genau. Fahren wir halt hier lang. Habe ich kein Problem mit. Ach ja, das Fahren ist einfach nur episch. War in GTA 3 wird das noch schlimmer. Mit dem Fahren. Aber das Geilste ist, da kriegt man für jeden Scheiß Geld. Also zwar richtig viel Geld. Da hat man nach den ersten 5 Missionen irgendwie schon richtig irgendwie über 10.000. Guckt man sich dann wieder GTA San Andreas an, da ist das alles anders geregelt. Da hat man kaum Geld. Aber da kauft man auch fast nie was. So, da sind wir nun bei dem Mann. Ich will nicht wissen, was der mit dem armen Mann gemacht hat im dunklen Raum. So, begib dich mit der Information zurück in die Druckerei. I don't like guys in uniform, pal. Ey, das ist kugelsichere Weste, egal. Auf zur Druckerei, wir haben unsere Informationen. So. Es läuft ganz gut, auch gut ohne Probleme. Was mir gerade auffällt, oder was mir einfällt, wir haben auch eine kugelsichere Weste auf dem Druckereidach. Also hätte ich gar nicht bis zur Villa fahren müssen. Dreck. Egal. So, da hätten wir jetzt auch die Informationen da weggebracht. $2000 bekommen. So, jetzt holen wir uns erstmal die kugelsichere Weste auf dem Dach. So, die brauchen wir nämlich für die nächste Mission. Oh, Tab. Tommy. Sonny. Obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun or your new action? You are making an idiot out of me, Tommy.
Man, I'm not laughing yet. Ja, das meinte ich vor einem Part oder so. Der gute Sonny hat sich mal wieder jetzt gerade gemeldet. Ja, er ist nicht gerade happy darüber, dass wir ein neues Geschäft haben, dass wir ihn nicht beteiligen. Naja, shit happens, Kollege. Viel Spaß bei der Cutscene zu der Kurier. Alright, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all year. Either way, I want green rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. Alright, everybody cool? Alright, I'll catch you later. Nur gut, dass der Lance hinterher gar nichts macht. Der werte Herr. So. Jetzt müssen wir zu den Docks fahren. Waren wir schon mal? Unsere Bootswerft ist in der Nähe. Dann go. Das heißt, dann auch leider schon die letzte Mission für die ganzen Druckerei-Leute. Für die Druckerei oder was laber ich? Für die Druckerei meine ich. Oh. Ich sollte nicht früh morgens aufnehmen. Egal, ich will weiter zocken. Wenn ich kriege Content-Treffer? Scheißegal. Maximal nur wegen, also ich hoffe nur, dass es ein Treffer wird mit, wie heißt da? Mit Werbung. Also. Sowieso das Geilste. Warum machen Frauen den Job hier? So, ich habe mich kurz konzentriert, dass wir das auch hier alles über die Bühne kriegen. Wir haben die Druckerplatten und jetzt auf zu zur Druckerei. Bullen schon wieder im Nacken, scheißegal, der schießt gar nicht, der hat nur die Knarre rausgezogen. Komische Leute alles, nein. Falschgeld FTW wird auch sehr wichtig sein in unserer im Storyverlauf. Ich sage ja mal, die Story ist ja gerade ein bisschen weiter vorangegangen mit dem Anruf von Sonny. Geschafft. Druckerei erworben. Hä, wir haben die auch schon gekauft. Aber jetzt kriegen wir halt auch bis zu $8000. Ja, gut geschätzt. So, wäre das auch geschafft. Da, 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 da. Ja, ihr seid ganz clever, wa? Dann speichern wir kurz und fahren jetzt zum Taxiunternehmen. So. Links. Ja, haben wir die Druckerei auch schon wieder fertig. So langsam kommt alles einem Ende entgegen. Wey, juhu. Wir fahren scheiße. So. Tommy, I had Sonny on the phone, okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. I am calm. Calm as a man can be when he's fearing for his life. Stay off the idiot fuel and look after yourself. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. Yeah.
Was habt ihr hier verloren? Raus! So, nochmal kurz speichern. Ja, dann mache ich hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.